Let's Play Tech World 2. Und wir sind hier stehen geblieben bei ein bisschen sammeln hier, um uns genau einen Hebel machen zu können. Ja, wo will ich eigentlich hin? Ich brauche jetzt einen Hebel. Den brauche ich hierzu, dann wo ist es? Ja. Hier haben wir auch schon den Hebel. Den platzieren wir einfach hier oben. Und dann machen wir... hier die Iron-Türen. So. Und das Rest verbrauchen wir einfach für den Boden. Dass wir ja den wir auch mal wenden müssen oder sollen. Wie auch immer. So, mit ganz aber Hauptsache schon mal am Anfang. Und jetzt dürfte das hier sicher genug sein. Ja, deswegen baue ich mir eigentlich meine Eisentür dahin. Copper Iron. Machen wir einfach mal nochmal das hier hinein. Das ganze Eisen dürfte jetzt... Ne, ist noch ein bisschen da. Wir machen uns einfach mal ein Schwert. Oh, Pfeile. Ja, ich glaube mal, okay. Wo ist es? Hier. So, dann machen wir uns gerade mal ein Eisenschwert. Dann sind wir auch schon ein bisschen sicherer. So. Eisenstab. So. Und dann brauchen wir Essen. Ja, wir brauchen Essen. Wo haben wir es? Haben wir nichts mehr gebraten? Das ist doch hier. Davon essen wir jetzt einfach zwei Stück der Freien. Und wir haben natürlich nicht unsere Spitzhacke mitgenommen. Die wir natürlich brauchen. Die auch natürlich schon fast kaputt ist. Wo wir natürlich wieder eine neue machen müssen sonst. Ja. Ein Eisen brauche ich, dann... Ja, dann haben wir sie, haben wir eine neue und dann gucken wir sehr viel nach Eisen. In Höhlen und so weiter. Weil wir werden sehr viel Eisen gebrauchen. Und dann gehen wir mal los. Das Haus ist jetzt soweit abgesichert. Jetzt brauchen wir nur noch eine passende Höhle. Ich glaube, das hier... hier ist ein bisschen Kohle. Weil in der Höhle wird es ziemlich dunkel vermutlich. Oder in einer Höhle. Na komm, genau, geh hoch. Geh hoch. So. Dann holen wir hier schnell noch ein bisschen Kohle, weil wir werden die auch gebrauchen, weil wir noch Fackeln brauchen. So. Hier sollte ich lieber nicht reinfliegen, ansonsten bin ich schneller im Game Over, als ich eigentlich da war. So, so dann buddel ich mich wieder nach oben, dann haben wir ein bisschen... Aber wir holen uns einfach mal so zwei Bäume. Es sind zwei, ist schon das hier, zwei. Damit wir gleich ein bisschen, ein paar Fackeln machen können. So, und damit die vier und damit machen wir uns dann ein paar Fackeln. So, 56 Fackeln dürften reichen. Aber ich habe natürlich keine Höhle, doch hier. Ich weiß aber nicht, ob man das Höhle nennen kann. Habe ich ja noch gar nicht weiß. Hier ist aber Kupfer. Oder ein Kupfer. Das ist gut. Wir brauchen aber... Oh, hier ist auch noch... Das hier ist auch später ziemlich wichtig. Was zum Teufel ist das denn? Hier ist Kupfer und... Hier werden wir einfach mal den Wasserweg abschneiden. Komm! Komm hoch! Komm hoch! Komm! Schneide den Wasserweg ab. Geht doch. So. Dann holen wir uns schnell das Kupfer. Kupfer ist nämlich auch ziemlich wichtig. Werden wir auch später ziemlich oft gebrauchen. Deswegen nehme ich es mal mit. Na komm. Hier ist noch mehr. Machen wir das hier mal zu. So, dann schnappen wir uns das hier auch. Wenn wir schon einen Kupfer finden, dann... Nur so mit.
Und ich weiß, was ich jetzt einfach mache. Ist die beste Idee und manchmal sogar das effektivste. Man büttelt sich einfach auf Höhe 10 runter. Und dann, wisst ihr ja, lässt man den Rest machen. So, hier muss ich hin. Ich könnte aber ein paar Leitern vielleicht gebrauchen. Weil ohne Leitern könnte man vielleicht sterben. Wir sagen nicht sterben, sondern man könnte, ja, wie sage ich es am besten, ohne Leitern, wisst ihr schon, die werden wir wieder aufdrücken sollen. Kommt man nicht mehr hoch, genau, so wollte ich sagen. Klasse. Jetzt haben wir schon mal Zäune für. Nächstes Mal. Leg. Stone Axt. Gerade ziemlich FPS-Legs. Die hält sich ja sicherlich nicht mehr lange. Und deswegen nehmen wir noch eine andere Münze. Und es wird auch, glaube ich, wieder dunkel, oder? Oh nein, es wird wieder wirklich wieder dunkel. Ich habe nur schlechte Erfahrungen gemacht. Es war nur ganz schlechte Erfahrung, wenn es dunkel wurde. Ich bin meistens gestorben. Und das paar tausend Mal hintereinander. Was nicht sehr geil war, wenn man tausendmal hintereinander stirbt. Aber okay. So ist es. Komm durch. Nein, wo bin ich hier? Gehe ich lieber gleich heim und gehe eine Runde schlafen. Nur zur Sicherheit, bevor ich hier sterbe wieder. Und was ich natürlich nicht will, was sonst nicht will, was nicht so der Burner ist, wenn ich jetzt sterbe. Ich will es nicht. So, dann brauchen wir doch mal neue Stäbe. Und jetzt mache ich nicht nochmal den selben Trick wie eben, sondern ich lasse einfach sagen. Wie mache ich es am besten? Das wird nicht reichen. Ne, reicht nicht. Ne, würde noch ein Stück fehlen, aber ich glaube 50 Leitern dürften reichen. So, Tür auf. Okay, und dann wollen wir anfangen, uns runterzugraben. Runter zu buddeln. Und dann mal hoffen, dass es wird dunkel. Dann geht's jetzt langsam zu dunkel, deswegen eine Fackel. Und dann geht's weiter runter. Jetzt muss ich gerade gucken. Nein, kein Screenshot. Ja. Okay. Und das war die... Okay. Hier kommt noch eine hin. Und dann runter. Oh nein. Wie tief sind wir da jetzt? Wir sind 35 Pip, okay. Oh, hier ist Eisen. Das ist auch gut. Brauchen wir auch. Geh weg. Ah, das brauchen wir nicht. Jedenfalls nicht unbedingt. Oh, ich habe gedacht, da wäre Eisen noch. Es wird wieder dunkel, glaube ich. Wie tief? 27. Und jetzt wird es wirklich dunkel. Und jetzt mache ich hier eine Fackel, dann ist es wieder hell. Das ist, glaube ich, ein Sinn, oder? Nee. Zählt oder wie auch immer das heißen sollte. Aber hier ist Tin. Das ist gut. Tin brauchen wir nämlich auch. Deswegen ist es auch schon mal... Und hier ist Silber. Nehme ich auch mal mit. Weil das ist auch schon ziemlich wichtig. Eigentlich im Prinzip ist alles wichtig. Kommt immer nur drauf an, was man bauen will. Okay. Höhe 15. Jetzt fängt es langsam. Jetzt gehe ich noch auf Höhe 10. Und so. Hier mache ich eine Fackel und dann baue ich mich geradeaus durch. Wenn ich Glück habe, treffe ich auf
Diamanten. Aber nur mit Glück. Redstone habe ich auch schon mal, das ist auch gut. Und dann buddel ich mich nach vorne. Hier ist Kohle. Und hier ist Lead. Ja, können wir auch noch. Brauchen wir natürlich auch. Keine Frage. Es wird dunkel. Dunkel wird's. Dunkel. So. Und weiter. Ach nee. Das stört schon manchmal. Und deswegen. Ah, ich habe vergessen, mir Schaufel mitzunehmen. Verdammt. So, dann geht's weiter. Und hier ist wieder Redstone. Jedenfalls ein bisschen. Und wenn wir Glück haben, treffen wir wirklich auf Diamanten. Aber nur, wenn wir Glück haben. Jedenfalls, die Höhe ist eigentlich die perfekt, wenn es um Diamanten geht. Geil! 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 Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh Gott! Ich sag's doch, die Höhe ist perfekt, wenn es um Diamanten geht! Oh mein Gott! Oh Gott! Oh mein Gott! Es ist so schön! Ich sag das doch, die Höhe ist perf... Oh, FPS-Einbrüche. FPS-Einbrüche, warum habe ich gerade FPS-Einbrüche? Aber ich sag's doch, es ist perfekt, wenn es um Diamanten geht. Hier. Oh Gott, was ist denn jetzt los? Wie lange geht denn der Part schon? 52. Eigentlich dürfte der noch ein bisschen gehen, aber die FPS-Einbrüche, was ist denn los? Ich habe keine Ahnung, was vor allem mit den FPS-Einbrüchen los ist. Ich sag, was vor allem los ist. Okay, tut mir leid deswegen. Ich hoffe, dass es sich vielleicht jetzt gleich, während ich hier weitermache, legt. Weil irgendwie wird es das nicht machen. Was natürlich ziemlich schade ist. Jetzt wieder regnet draußen, was ich bezweifle. Es würde eigentlich nur anfangen zu legen, wenn ich draußen wäre. Ich verstehe es gerade. Alter! Wie viel Eisen ist das hier denn? Krass! Jedenfalls, ich habe gerade ziemlich die FPS-Einbrüche. Was ziemlich uncool ist. So ziemlich uncool. Was ziemlich auch stört. Aber im nächsten Part wird es hoffentlich besser. Vielleicht irgendein Fehler gerade nur. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das ist. Vielleicht, wenn ich das wegmache. Ja, das ist besser. Okay. So geht's auch. Naja, ich habe das eh nur offen gelassen. Weil ich in der Suche nach Eisen war. Weil ich gucken wollte, wie tief ich gerade bin. Das hält nicht mehr lange. Ich werde mir vermutlich eine Diaspitzhacke machen. Wenn ich Glück habe, treffe ich sogar nochmal auf Diamanten. Ich hoffe es. Gold. Gold, Gold, Gold. Und hier ist Kohle und hier ist noch ein bisschen. Hier sammeln wir mal das Gold ein. Ist nämlich auch ein wichtiger Bestandteil. Oh, wow. Wow, das war gerade ein wichtiger FPS-Leck. Und oh, oh. Ich höre was, das mich nicht unbedingt erfreut. In anderen Sinne könnte es einen erfreuen, in anderen Sinne wiederum nicht. Es kommt immer drauf an. Und da ist sie kaputt. Wir haben aber auch kein Eisen, wir haben 5 Diamanten dabei, haben aber kein Holz dabei, von daher bleibt uns das wurscht, wir müssen zurück. Aber wir haben 5 Diamanten gefunden, das ist geil. Das ist wirklich geil. So. Und jetzt kommt unsere Treppe in den Einsatz. So. Ich hoffe, wir haben genügend Treppen natürlich dabei. Ich höre einen Enderman. Ja, ich glaube, wir haben genug Treppen dabei. Wird knapp. Wird sogar sehr knapp. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Okay, ich habe mir zufälligerweise noch irgendeine Spitzhacke dabei. Ne. Also müssen wir das erst einmal so wegkloppen. Mit irgendeinem Gegenstand, mit irgendeinem Werkzeug. So. Und dann muss ich doch... Okay, dann bauen wir einfach hier wieder so hin und dann haben wir es wieder. Und dann sind wir auch bei uns zu Hause. Wir haben jetzt eine
Wir haben 5 Diamanten gefunden. Damit mache ich jetzt mal eine Diaspitzhacke. So. Wenn wir Glück haben, finden wir sogar noch mehr. Später jedenfalls. Oh, im nächsten Part natürlich. Und bis dann. Ciao.